Hallo zusammen. Wir machen da weiter, wo wir letztens aufgehört haben. Und zwar, ich habe ja am Ende der letzten Folge habe ich erwähnt, dass ich nochmal ein paar Ressourcen sammeln möchte. Also privat, ohne euch. Das habe ich auch getan. Also ich habe über ein Stündchen lang Blei und Pirscherzähne und hast du nicht gesehen, gesammelt. Ich habe noch ein paar auf Halde. Wir werden jetzt als erstes einen Spind bauen für die Pirscherzähne, weil ich jetzt relativ viele gefunden habe. Dabei auch ein bisschen Blei zum Glück. So, dass wir hoffentlich jetzt alles zusammen haben, um gleich auch den Zyklopen bauen zu können. Und vielleicht sogar den Krebs direkt mal gucken. Da ich euch das mit dem Spind nicht komplett vorenthalten wollte, habe ich mir gedacht, ach komm, schmeiß die Aufnahme an, machen wir doch mal den einen Spind zumindest. Ah, das geht nicht. Dann schreiben wir Zähne. Ja. Wunderbar. So, guck mal, ich habe die hier vorne noch reingepackt, die anderen. Wir sollten jetzt eigentlich, hoffe ich zumindest, genug davon haben. Ah, sollte gut gehen. Ich muss mal ganz kurz gleich, wir müssen gleich nochmal ganz kurz hochgehen und gucken, was wir noch alles brauchten. Also wir brauchten auf jeden Fall emailliertes Glas, wir brauchten Schmierstoff. Direkt zweimal mit. Ich glaube Plastalbahn, wie hieß das, ne? Brauchten wir, ich muss mal gucken. Machen wir es gleich aber. Achso, ja, genau, wie war das? Und ich war noch mit der Mod unterwegs. Wie gesagt, bei Ressourcen sammeln. Mir ist aufgefallen, wir haben ja noch einen Slot frei, der war ja eigentlich dafür gedacht, dass wir dieses Abwehrsystem, dieses Schocksystem einbauen können. Geht ja noch nicht, weil es irgendeine Flüssigkeit da gefehlt hatte. Deswegen bin ich gerade stark am Überlegen, ob wir nicht einfach noch ein Frachtmodul uns anbauen. Ich hatte mal vorhin geguckt, ich meine, es war ein Lithium und zwei oder drei von dem Titan für das Modul. Jawohl, drei Titan. Weil dann bauen wir uns einfach das Frachtmodul, hauen uns das auch noch drauf, dann haben wir wenigstens den Slot so lange belegt, bis wir dann vielleicht doch mal das Abwehrsystem bauen können. Weil die Frachtmodule sind schön gut, ich bin froh, dass es sie gibt, aber auch hier ist die Motte schnell gefüllt mit Metallschrott und sowas. Hier ist überhaupt? Ah, cool, das ist ja jetzt hier. Coole Sache, da haben wir den jetzt wenigstens auch noch dabei. Kann nicht verkehrt sein, umso mehr können wir schleppen unterwegs und mitnehmen. Gut, dann haben wir das. Dann gehen wir mal gucken, was wir noch alles brauchen. Damit wir dann auch endlich mal mit dem Zyklopen weiterkommen. Schauen wir mal. So, was haben wir denn? Wir brauchen emailliertes Glas dreimal. Kriegen wir hin. Glas, Quarz haben wir genug da, habe ich auch noch gefunden. Wir haben Pirscherzähne da, um emailliertes Glas zu machen. Kein Problem. Schmierstoff haben wir sowieso. Blei haben wir auch genug. Erweiterter Kabelsatz und Plastalbarren. Für den Plastalbarren brauchen wir Plastal? Ach, ist auch egal. Von den Stahlbarren halt brauchen wir drei Stück. Ich habe die Zahnbarren schon gemacht, weil ich Metallschrott gesammelt hatte. Wir müssen die aber noch zu den Plastalbarren umwandeln. Zweimal emailliertes Glas, dreimal Blei. Ja, ich hoffe, ich habe das jetzt so einigermaßen im Kopf. Ah, ist ja nicht so weit, ne? So, gucken wir mal. Wir stapeln uns direkt. Quarz gleich. Blei. Dreimal Blei. Dann brauchen wir die drei hier. Ja gut, drei Pirscher. Also ich habe sogar vier Pirscherzähne dabei. Weil ich gerade überlegen bin für die Plastalbarren. Da brauchte ich doch nicht die Pirscherzähne. Da brauchte ich was? Da brauche ich Lithium. Oha. Okay, aber sehr gut. Aber sechsmal Lithium haben wir auch noch da. So, ist auch nicht das Problem. Machen wir das so direkt. So, haben wir uns dann hier die drei Stück sofort. So.
Das Glas brauchen wir noch. Wir brauchen, das waren immer zwei Stück, ne? Für einmal Glas. Hier Quarz. Dann machen wir zweimal Glas und dann direkt zweimal emailliertes Glas. Oder Emailleglas, wie sagt man jetzt emailliert, ne? Passt schon. Gut, gut. Dann haben wir das auch. Und für den Zyklopen. Gucken wir mal. Wir haben dreimal die Plastalbahn, dreimal emailliertes Glas, wir haben Schmierstoff, wir haben dreimal Blei. Da fehlt mit Sicherheit jetzt noch irgendwas, ne? Ich kenne mich doch. Also ich bin noch überlegen. Warte mal, wo packen wir die am besten? Die packen wir jetzt nochmal ein hier. Egal, ob das fehlt oder nicht. Nein, egal. Ich wollte es jetzt eigentlich erstmal einpacken. Ach, der erweiterte Kabelsatz, klar. So. Warum mache ich das? Ganz einfach. Wenn ich jetzt hier das U-Boot baue und der setzt mir es hier ab, könnte das echt eng werden, weil das Ding ist riesig. Wir brauchen Platz. Und ich... Ich kann überlegen, ob ich die jetzt hier hinsetzen soll. Hier hätten wir Platz ohne Ende. Hier sind halt nur die Pirscher. Ich weiß nicht, ob die mir irgendwie... Komm, weißt du was, ich hau das Ding hier hin. Denken wir nicht, dass die was machen. Zack. Erweiterter Kabelsatz. So, wir kommen. Da brauchen wir hundertprozentig Kupfer, Silber, was weiß ich was für. So, müssen hier hin. Wir hätten theoretisch... Guck mal, wir machen jetzt erstmal Krebs und den Zyklopen. Wir hätten wahrscheinlich sogar noch genug Material, um uns... nochmal einen Mehrzweckraum drauf zu bauen und nochmal für so ein Aufzuchtbecken, aber wir gucken jetzt erstmal, was wir hier weiterkommen. Für den Kabelsatz muss ich hier hin. Da brauchen wir ja auf jeden Fall erstmal den normalen Kabelsatz, zweimal. Also ich brauche zweimal Silber, zweimal Gold. Zwei Silber, drei Gold, zwei Kupfer, 20 Korallen. Okay, drei Gold war das jetzt, ne? Eins, zwei, drei. Zwei Silber. Zwei Kupfer. Habe ich noch von den Korallen hier was? Glaub schon, oder? Korallen. Oh, Tischkorallen, die hier brauche ich. Gucken wir mal, ob wir damit schon was machen können, ob ich wieder was verdrängt habe. So, wir brauchen auf jeden Fall... Kabelsatz. Ich weiß nicht, ob wir Kupferdraht brauchen. Mal gucken. Computership. Für den Computership brauchen wir Kupferdraht. Ja doch, brauchen wir. Alles klar. Dann bauen wir uns ein Computership. Und dann bauen wir... Ja, wunderbar. Ich habe mal alles merken können. Das ist wunderschön. So. Juhu, wir haben's. Ich speichere mal ganz kurz. Ich kenne ja mein Glück, wenn ich jetzt das U-Boot baue und das backt da wieder fest, dann ist das alles wieder umsonst gewesen. Da habe ich keinen Bock drauf. Dann müssen wir zur Not die nochmal umsetzen. Aber es sollte hier eigentlich locker funktionieren. So. Der Augenblick ist da, Ladies and Gentlemen. Liebe Zuschauer, wir können uns endlich unser Zyklopen bauen. Ah. Schönes Ding, du. Kann hier nicht gebaut werden, muss im tiefen Wasser konstruiert werden. Okay, das Spiel denkt mit, das finde ich gut. Ich dachte eigentlich schon, das würde reichen, aber... So ist mir lieber, als dass wir gleich einen Stress kriegen. Aber wir sind doch hier schon. Tut mir leid, ich fahre mal ganz kurz rum. Hier ist aber überall, glaube ich, die... Wie nennt ich das? Blood-Kelp-Zone? Wie heißt das hier? Der Kelp-Zone. Ich hätte gerne Zone, vielleicht hier so. Recht weit weg, ne? Wo ich nicht Angst haben muss, dass irgendein Pirscher mir irgendwas klaut. Ich weiß nicht, ob die da haben, aber hier ist überall dasselbe. Ne, ich glaube, das gibt keinen. Wir müssen da vorne hin. Ich glaube nicht, dass sie an die mobile Fahrzeugstation rangehen, aber wer weiß. Metall und sowas und die Kameras holen sie sich ja auch. Mal gucken. Ich denke, wenn man das irgendwo hier hinsetzen, sollte es gut sein. So, schauen wir mal. Das sollte doch
Genügend Abstand eigentlich. Sein jetzt. So. Jawohl, es geht. Das ist ja mal ein Oschi, oder? Das ist mal ein Vieh, du. Nur fahrende Seeleute sollten dieses Fahrzeug alleine bedienen. Ja, wer? Da war sowas von. Ich hab zwar keine Ahnung, aber ich mach das trotzdem. So. Schön. So, jetzt guck ich mal ganz kurz. Boah, wir jetzt. Wir gucken es jetzt sofort an, keine Sorge. Emailliertes Glas kriegen wir hin. Blei kriegen wir hin. Diamant kriegen wir hin. Plastalbahn, glaube ich nicht. Aerogel, meine ich, haben wir. Der braucht nur Gelsäcke für. Das haben wir auch da. Ist das nicht geil? Gut, das sieht jetzt nicht so sexy aus mit dem. Aber naja. Cool. So, ganz kurz, ich mach direkt mal ein paar Aufnahmen. So, jetzt gehen wir rein. Irgendwo hier, da können wir rein, da können wir das Ding betreten. Wunderbar. Das macht mir Angst mit den Schlingpflanzen. So, wir gehen einfach mal hier hoch direkt. Wir sind direkt im Cockpit sozusagen. Engine powering up. Baby. So, was haben wir hier? Geräuschloser Antrieb. Torpedos haben wir nicht. Hier haben wir so eine Art Radar. Hier unten können wir sehen, wie viel Geräusch das Teil macht und wie. Ja. Wie der Lebensbalken, sozusagen, der Zustandsbalken. Das Ding ist jetzt. Ich tauche mal es hoch. Das Ding ist jetzt nicht ganz so einfach zu steuern. Das hört sich jetzt bescheuert an. Wir machen noch langsam. Halbe Fahrt voraus, ja. Also, wir können hier noch die Geschwindigkeit ändern. Warum? Was heißt nicht einfach? Man muss tierisch aufpassen. Das Teil ist etwas unübersichtlich, wie man sehen kann. Und man, ja, also mit der Motte ist man auf jeden Fall mobiler oder, ja, mobiler will ich nicht sagen, aber man ist halt schneller unterwegs. Hier muss man echt tierisch aufpassen, dass man keinen Mist baut. So, jetzt dürften wir uns das Ding auch angucken können, ohne dass da irgendwas stört. So, wir fangen nochmal hier unten an. Zack, 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 zack. Hier sind wir reingekommen. Wunderschön. So. Vorrat. Hier haben wir unser Lager. Ich weiß gar nicht, ob man die hier noch ausbauen kann. Wahrscheinlich. Ist natürlich nichts drin. Schöne Sache. So. Hier kommen wir zu unserem Trocken-Tauchdock, wie auch immer. Also hier können wir ein U-Boot oder einen Krebs andocken. Und also wir müssen dann nur unter das U-Boot schwimmen damit. Und dann können wir den hier aufnehmen. Wie in so einem Tauchdock. Sehr geil. So, hier kommen wir hoch. Hier haben wir dann den Motor, die Energiezellen. Die sind alle noch voll aufgeladen. Ich weiß gerade gar nicht. Modulfabrikator. Ich weiß gerade gar nicht, ob wir hier an die Wände noch was setzen können. So eine Energieladestation für die Zellen. Das wäre natürlich cool, ne? Aber ich glaube, das geht nicht. Das würde auch nicht viel Sinn machen, weil der erzeugt ja keinen Strom. Da müssen wir schon einen Bioreaktor sowas bauen. Tiefenmodul. Ich kann das Ding eigentlich tauchen, ich weiß es gerade gar nicht. Egal. Maschineneffizienzmodul, Schildgenerator, Sonar, Trockendock-Reparaturmodul. Repariert ein Zyklop angedockte Fahrzeuge. Auch das ist ja cool. Und da brauchen wir nur ein Reparaturwerkzeug und Kupferdraht. Ja, dann machen wir später noch Zyklop-Feuerlöschanlage. Ja, kann auch nicht verkehrt sein. Ladeschachterweiterung. Erhöht die Kapazität des Tauschkörper-Ladeschachts im Zyklop. Okay, das ist für die Torpedos. Wärmereaktor wandelt Wärmeenergie aus der Umgebung um in elektrischen Strom für den Zyklopen. Da haben wir dieses Polyanalin, das haben wir leider noch nicht. Kryanit auch nicht, davon ab. Aber coole Sache. Ich glaube, hier ist dasselbe in Grün, ne? Hier haben wir noch Feuerlöscher, ja. Okay. Ja, und dann sind wir schon hier wieder quasi beim. Ist das Tauchdock von oben? Da können wir jetzt so ins U-Boot einsteigen. Ja, ist gut. Hier haben wir noch, hier können wir dann die Farben einstellen, wie wir es schon kennen. Ah, das habe ich übrigens beim U-Boot auch schon gemacht gehabt, falls euch das schon aufgefallen sein sollte. Ich habe die Farben nochmal angepasst, das war es dann aber auch. So,
So, hier sehen wir das U-Boot nochmal im Detail als Modell sozusagen, ob wir irgendwo einen Schaden erlitten haben, sonst was. Kann man Licht an ausmachen, Innenbeleuchtung an aus. Außenscheinwerfer. Ja, es hat was, das Teil. Das ist, ist schon geil gemacht, muss man schon sagen. Ich mag das Ding. So. Jetzt wisst ihr auch, warum es hier interessant wäre, einen Krebs zu bauen. Fürs Trockendock. Weil dann, den kann man da hiermit ganz einfach überall hin transportieren. Blöd ist halt, wir können nicht so gut erkunden mit dem Ding. Wie gesagt, das ist halt sehr groß, schwer und behäbig. Und man kann es halt nicht einfach mal eben überall parken. Ne? Also man muss da schon ein bisschen drauf achten. Ne? Oh, was hab ich jetzt gemacht? Okay, alles klar, so. Was war das jetzt? Wir haben Plastalbar braucht wir. Ich glaube mindestens zweimal emailliertes, ne? Also emailliertes Glas, dann machen wir jetzt Jackenkopf. Wir haben 4 Stück. Haben wir auch. Schmierstoff haben wir auch. Wir machen direkt mal das Glas. Gucken wir mal. So. Machen direkt emailliertes Glas. Schön. Dann brauchten wir noch zweimal Blei, meine ich. Ein bisschen Blei muss sein. So, emailliertes Glas, Blei, Schmierstoff haben wir. Zweimal, muss was trinken, zweimal von dem, wo ich die Gelsäcke verbrauchte. Guck mal hier vorne. Guck mal, das war Aerogel, genau. Da brauchte ich einen Gelsack für und... Nimm mal 4 Stück mit, ich bin mir jetzt nicht sicher, was wir noch brauchten. Nein, wir gucken mal ganz kurz. Rubin, ah ja, also 2 Gelsäcke, 2 Rubine, da kriegen wir hin. Aber sowas von. Rubin. Wir 2 wieder wegpacken von den Gelsäcken, weil so viel brauchen wir einfach nicht. Ordnung muss sein. So. Und wetten, wir haben, oder ich habe wieder was vergessen. So, jetzt haben wir hier Aerogel. Ich gehe mal gucken. Da schwellt mir der Notruf gerade. Also eigentlich könnten wir jetzt unsere mobile Fahrzeugstation. Wo ist sie hin? Jetzt, ach da. Hier können wir uns eigentlich schon wieder rüberholen, weil ich habe nicht vor, jetzt in der nächsten Zeit direkt nochmal so einen Zyklopen hier zu bauen. Ich habe einfach kein gutes Gefühl. Mag sein, dass ich da wie ein bisschen Parodiet bin oder sonst was. Ich habe einfach kein gutes Gefühl, wenn ich das Ding jetzt da hinbaue. So. Wir setzen die doch direkt mal hier so hin. Das finde ich gut, da brauchen wir nicht immer so weit schwimmen, falls wir was vergessen haben sollten. Wir haben bestimmt was vergessen. Gucken wir mal. Ja, hätte mich auch gewundert. Diamant, ach, die Plastalbahn. Diamant 2-mal und 2-mal Plastalbahn, alles klar. Wir wollen immer aus. So. Diamant ist überhaupt gar kein Ding. Also, sage ich jetzt mal so ganz großspuckig. Ich meine, der hat mir noch genug da. Jawohl, ach, alles auf alle, wunderbar. Das Stahlbarren, das ist jetzt natürlich so eine Sache, da braucht man 10 Stück, ne? 6, 7, 8, 9. 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ja, war ja klar. Aber wir müssen einmal trinken, 10 Stück. So, jetzt haben wir genau 2-mal, wenn ich nicht verzählt habe. Die Zahnbarren. Gib ihm. So, und das Ganze brauchen wir nochmal 4-mal Lithium. Das sollten wir aber auch noch da haben. Das haben wir da. Wunderbar, wunderbar, sagst du nur. Schönes Ding, du. So. Und es tut mir leid, dass es so eine reine Craft-Folge wird.
Aber dafür schaffen wir auch einiges in dieser Folge. So, jetzt müssten wir doch theoretisch alles haben.